Hallo, meine lieben Freunde. Super. Komm zum Vlog 52. Wir waren heute in Cottbus im Sound. Es war der 10.11. Freispiele! Ich bin spielsüchtig. Wieso? Drei weitere Freispiele! 6 Euro. Jetzt, und jetzt musst du aufhören. Da holst du deinen Einsatz. Nee, ihr wird nicht aufgehört. Guck mal, ich hab schon 10, 20 und die hab ich noch auf der Bank. Ja, aber hol doch wieder raus und hast du was gewonnen. Ich hab es. Schon noch viel mehr. Nochmal 6. Ja, genau. Das. Das denken die sich an und dann ist alles weg. Ich würde jetzt aufhören. Ein weiteres Beispiel. Ich würde jetzt aufhören. Nein. Ich habe in meinem Leben bisher 6 Euro verspielt, weil ich auf den Döner gewartet habe. Mehr habe ich noch nie verspielt. Ich habe alles verzockt. Ich war bei 10 Euro und habe alles verloren. Ich bin spielsüchtig. Es geht euch, wir machen Erwin mit Edding. Rolf. Wir machen das Gehweg und machen hier ein Erwin. Das ist super. You ready? I'm ready for my first show. Philipp, are you ready? Das ist für unser Konzert. Die erste Probe. And when is the concert? Und jetzt ist Zeit für Werbung. Wir machen jetzt die Band auf. Wo sind wir? Berlin. Im Shop Stop Coffee. Überhalb von Berlin. Noch nie gehört, Ohlen, die Tankstelle. Noch nie gehört. Aber wir sind auch diese Strecke über Berlin, diese A10. Ich kann euch sagen, dass die Hot Dogs hier scheiße schmecken. Ja. Ja. Ja, mal wieder Vlog. 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 Zeit. Einfach, wir wissen nicht, wo wir das reinpacken. Wir hatten Urlaub in 2 Wochen. Du hattest Urlaub 2 Wochen. Naja, du hattest auch. Ich hatte eine tiefe Depression. Ich hatte tiefe Depression. Aber das ist ja mal nett. Also war es nicht so schlimm. Die war so schlimm, dass mein Raum schwarz ist. Achso, er hat jetzt einen Raum schwarz gemacht. Mhm. Muss mal ein Foto mit reinmachen. Ja, ja. Ein Foto einfügen. Ja. Für alle die Zuschauer, die können noch was Farbe gewinnen. Hast du noch drin 3 Pinselstriche? Nö, also ich hab 2 Dosen bestellt. 2,5 Liter. Also 5 Liter hatte ich. Und ich hab 1,5 Dosen gebraucht.
wir brauchen immer eine Snare auf 2 und 4. Nee, also unsynchron. Die Melodie muss asynchron laufen und dann brauchen wir aber die Snare, die muss richtig, die muss lauter sein als die Melodie. Dann singe ich ein Lied für dich. Nein, das war's. Ich bin ein Fuchs. Ich bin ein Esel. Ich bin ein Fuchs ab heute. Wir haben es nachts um 3. Er ist nur noch gesund. Aktuell. Also, kein Spaß. Ich esse wirklich nur noch gesund, auch zu Hause. Was heißt gesund? Naja, viel Obst. Noch viel, eine Rinde noch? Nee, viel Obst, viel Salat. Weniger Kohlenhydrate auf jeden Fall. Digga, du kannst doch nicht kein Alkohol trinken und nur so Grünzeug fressen? Warum nicht? Ich fühle mich schlecht. Was sind denn da? Ich hab nur 50 Cent, das sind 2 Spiele. Ich bin spielsüchtig. Naja, wisst ihr was, Freunde? The real goat. Wir gucken jetzt mal raus. Wollt ihr mitkommen, kurz? Wir haben noch 30 Minuten, bis wir anfangen müssen. Und ich glaube, wir haben eine mächtige Knoblauchfahne von den Dönern. Ich würde sagen, das ist wieder ein Wochenende näher an den 25.12. Ja, und ein Wochenende näher an der Festivalsaison. Ich freue mich schon übelst krass auf Festival. Auf was freust du dich mehr? Festival oder unser Konzert? Du bist ein Wichser. Einen wunderschönen guten Abend zu einer neuen Folge im Bett mit Gebrüder Brett. Ist das hier rein? Ja? Im Bett mit Gebrüder Brett? Ja. Wir haben mit euch eine kleine Frage-Antwort-Runde vor. Wir hatten vor einer Weile, am 24.11. war das, eine kleine Fragerunde gestartet bei Insta und ihr konntet uns Fragen stellen. Die beantworten wir jetzt. 10 Fragen plus 12 sind 2 Bonusfragen. Oh, die Bonusfragen. Also Rolf liest 5-6 vor und ich lese 5-6 vor und genau, und dann gehen wir rein. So werden wir das tun.
Ich komme mir gerade vor, wie das so eine Bravo, wenn man wisse, ja, MTV Home Crip. MTV Crips, ja. Jungs, ja. Okay, Rolf, fang an. Ich soll anfangen? Aber warum bringst du nicht an? Dann komme ich. Nein, ich fange. Okay. Paddy fragt, kann man euch mal im Studio besuchen? Schwierig? Also, schwierig und auch eher ungern. Also, prinzipiell kann man uns besuchen, wenn man selbst Musik macht, weil, ja, wir sind ja auch, ne, arbeiten gerne mit Leuten zusammen. Aber so als, sag ich jetzt mal, Autonormalverbraucher und als Gast eher ungern, weil das unser Arbeitsplatz ist. Und, ich meine, wenn du in der Bäckerei arbeitest, kommen wir auch nicht bei dir unter die Theke. Hallo, hätte ich auch Bock. Dann würde ich mal so ein paar. Du würdest nur fressen. Ein paar Fangkuchen. Nee, also, sag mal, Besuch im privaten Sinne auf jeden Fall nicht. Bist du Musiker, dann schick uns einfach mal was, vielleicht hören wir uns an und dann, ja. Dann kann man da sicherlich was starten. Dieses Jahr nicht mehr, weil wir im Vorbereitung Konzert sind, aber im nächsten Jahr? Eventuell, ja. Also es geht an die Sänger, Singer, Songwriter. Ganz genau. Produzenten raus, wer hat Bock hat. Wir sind offen für fast alles. Fast alles. Wir müssen natürlich gucken, ob es musikalisch zusammenpasst. Du musst Skills haben. Euer Lieblingstrack, Remix aus 10 Jahren DGB. Da habe ich jetzt nicht verstanden, ob, also ich denke mal, ich habe so verstanden, unser, also welcher Song von uns ist unser Lieblingssong? Relativ nehmen wir einfach genau, welcher Song ist von uns der beste. Er ist in den letzten 10 Jahren. Fang du an. Jeder ein. Mhm. Mein Lieblingssong von uns selber, das ist schon mal schwierig. Alle. Nein. Ich wir haben eine gute Antwort auf jeden Fall. Ja, aber welcher Song ist nach den ganzen Jahren immer noch so, dass ich sage, boah, ich habe ja auch viele Songs jetzt überarbeitet. Ich habe direkt einen im Kopf, der mir besonders gut gefällt. Immer noch. Ah, ich muss sagen, der so, der, naja, so ein bisschen, mir gefällt Und schon wieder, von der Remix von Achim. Ja. Der ist, weil der ist irgendwie, der ist straight durch und der ist so, wo ich sage, ich glaube Und schon wieder ist so der, obwohl von 10 Jahren. Nein, ich muss mich entscheiden, Und schon wieder ist so mein persönliches. Hätte ich auf jeden Fall auch gesagt, ich gehe auch mit dem mit, dass ich sage, fast alle Songs von uns gefallen mir eigentlich, aber am besten nach den 10 Jahren gefällt mir eigentlich, wenn du weinst. Das ist so, der geht im Kopf. Dazu muss ich sagen, du hast das mit Los Bellino angezettelt quasi so. Ich konnte damit anfangs nichts anfangen so. Und dann habe ich mir halt auch mal das ganze Album von Lost Boy reingezogen und bin ultra tolle Fan von dem Album. Genau, und da ist halt auch der Song drauf und wir haben einen Remix, deswegen ist das so mein Favorite of all time. Okay, das sind dann nur Remixe. Ja. Haben wir auch eigene Songs? Haben wir natürlich, aber komm, jetzt sind wir aus dem Feuer besser. Also, verzeiht uns, aber nach 10 Jahren ist... Also, kann man den Song irgendwann auch nicht mehr hören? Man muss sagen, der Song braucht auf jeden Fall mal ein Update. Nein, er ist Legende, der bleibt genau so, wie er ist. Aber ich muss immer nicht fühlen, trotzdem, ich fühle den Song live immer noch, weil die Leute das fühlen. Wir fühlen ihn aber auch nur durch euch, weil ihr den halt so gut... Aber ich denke, ihr performt den besser als wir. Genau, wenn der live nicht so ankommen würde, wäre der wahrscheinlich schon länger aus dem Set raus, weil wir das Ding... Also es gibt... Müsst ihr, wenn ihr jedes Wochenende immer dasselbe, also wenn ihr jeden Tag immer dasselbe isst, dann hast du auch. Ja. Wir hören den Song seit 10 Jahren jedes Wochenende und. Also die Energie ist, kommt nur durch euch, die wir haben, wenn wir den Song spielen. Pate of Official fragt: Wann kommt das nächste Album? Wann kommt das nächste Album eigentlich? Kann ich dir nicht sagen, ich kann dir nur sagen, dass viele Songs kommen, aber die sind vielleicht gar nicht mal zu einem Album zusammengeswitcht, aber ich glaube, es ist cooler, wenn man wirklich sagt, jetzt produzieren wir ein Album und dann hat das Song, da hat das Album nämlich auf dem roten Faden. Kurz und knackig, gibt uns Zeit. Ja, also für nächstes Jahr ist es erstmal nicht geplant, aber 25. Keine konkreten Aussagen dazu. Also können wir nicht. Wir können auf jeden Fall sagen, wenn wir ein Album bringen sollten, wollen, würden, seid ihr auf jeden Fall die Ersten, die vielleicht. Seid ihr momentan zufrieden mit eurer Musik? Und die kann dann dahin gehen, es kommen nächstes Jahr eigentlich einige neue, auch wir probieren uns wieder. Ja. Wir probieren uns in gewissen Dingen aus. Das ist dann, das wird so ein... Ich sag's euch, kommt so 10 Jahre DGB. Genau, die Songs, die dann nächstes Jahr kommen,
Die probieren wir auch auf der 10 Jahre. Nicht alle, aber einige. Kommt einfach vorbei, wenn du dir kein Ticket gekauft hast, bist du selber schuld. Und jetzt in du wirst dir dein Leben lang, wirst du dir Vorwürfe machen. Und in dem Moment, jetzt kann Linus, ich weiß nicht, was schneidet, ob es Linus ist oder Julius oder die HOL-Jungs, jetzt könnt ihr das Bubble einfügen und nochmal Pfeile links, rechts. Warte kurz. Dann werdet ihr da neue Sachen hören. Vielleicht verkacken wir da auch neue Sachen, weil wir die zum ersten Mal machen. Wenn ihr das sehen wollt, dann kommt am 25.12. ins Haus aus. Ja, ja. Sind wir gerade aktuell zufrieden? Ja, Sachen, die wir schon seit Jahren spielen, die sind natürlich... Ey, dazu muss man sagen, man ist nie zufrieden. Ja. Man ist einfach nie zufrieden. Du kannst, egal welchen Song du produziert hast, im Nachhinein ist immer irgendwas, wo du nicht zufrieden bist mit. Aber das ist halt einfach der Lauf der Dinge. Meinst du mit du in mich? Eigentlich meine ich dich. Eigentlich meine ich dich, weil ich bin mit meinen Songs eigentlich fast sogar zufrieden. Ja, ich finde immer noch irgendeine Sache, aber... Du bist ja auch der, der beim Live-Spielen immer noch da irgendwie versucht rumzumastern. Ja. Mit Fettfilter. Ich hab gestern... Hast du gestern gesehen, oder? Ja, natürlich. Ich hab... Digga, ich seh das. Ich hab so eine Melodie in einem... Auch in dem nächsten kommenden Release mit mit Jungs, die nicht aus diesem Land stammen. Okay, ist klar. Und dort ist die Melodie in dem Live-Ding, ist die zu Stereo und nicht, da fehlt die Mutter. Und das muss nämlich live gehen. Da habe ich gestern nochmal. Aber jeder Song wird von Philipp nämlich auf die Anlage vor Ort angepasst. Das klingt aber im Studio, da denkst du, ja, aber. Ja. Du bist aber nicht im Studio! Ey, sag mal so, die Melo war viel zu breit und hat dadurch in der Mitte gefehlt lassen. Oh, Weilin, sag Eilin 06, keine Ahnung, fragt, wenn ihr was ändern könntet an eurer Karriere, was wäre das? Oh, das musst du. Also, muss ich erstmal nachdenken, ich muss erstmal hoffen, was du jetzt sagst. Das gleich immer die Opa sagen. Ja, was ändern könntet an der Karriere? Was ja, da gibt's schon einiges. Also, es gibt Sachen, die in der Vergangenheit hätten besser laufen können, auf jeden Fall. Manchmal wünscht man sich im Nachhinein, dass man mehr in der Materie drin gewesen wäre, gerade was auch die Musikindustrie betrifft. Da gibt es einige Punkte, die Marketing haben wir, und so ein Scheiß, ja. Die haben wir ganz schön da haben wir nicht gewusst, wie es funktioniert. Das haben wir erst mit den Jahren gelernt. Man wünscht sich halt eigentlich jetzt, die Sachen vorher zu wissen, um dann einsteigen zu können. Das funktioniert aber nicht. So, in manchen Punkten. Also, bei dir wäre quasi, du hättest gerne den Background schon eher geändert. Genau. Und so ansonsten musikalisch gesehen würde ich alles wahrscheinlich noch genauso machen, wie es jetzt war, denke ich. Ich denke, musikalisch haben wir nicht viel verkehrt gemacht. Vielleicht ein bisschen mehr Power noch? Ja, mehr Releases halt. Ja. Das wäre ganz geil. Aber, wenn ihr wisst, es kommt jetzt in einer Woche ein Song. Also, heute ist aktuell der 9. Dezember und am 15. Dezember kommt ein Song, der schon seit 2 Jahren in der Pipeline ist. Eileen06 hat auch wieder gefragt, kommt Finch zu 10 Jahre DGB? Aktuell ist es nicht geplant, nein, aber Nils, wenn du das siehst, du hast hier die offizielle Einladung, komm einfach vorbei, wenn du Bock hast und krieg Freunde mit. Könnt noch einfach fragen. Das mach doch! Mach ja, ihr müsst, da kommen wir gleich zur nächsten Sache. Wer sind Tipps für die Special Guests? Ist auch eine Frage. Auf jeden Fall hast du eine Einladung, Nils. Wenn du das siehst, bist gerade eingeladen. Du hast jetzt eine. Ich kann dir aber auch direkt schreiben. Also gut, Philipp, schreib dir. Ich hab's nicht gemacht, aber. Tipps für einen Special Guest. Also, ihr habt daraus rausgehört, Finch ist erstmal nicht geplant. Oder wäre nicht geplant dafür. Wie haben wir das vorhin gesagt? Wie können wir das am besten? Es sind ein paar Leute dabei. Ohne Namen zu nennen? Es sind ein paar Leute dabei, mit denen haben wir zusammen gearbeitet. Wir haben es leider nicht geschafft, alle ins Haus aussehen zu kriegen am 25.12., weil es halt so ein knackiges Datum ist. Es kommen quasi Leute, Sänger, Rapper. Genau. Oder halt auch Musiker, mit denen wir über die ganzen Jahre zusammengearbeitet haben. Aber natürlich können nicht alle kommen, weil der 25.12. natürlich ein recht spezielles Datum ist und Familie für, was vollkommen verständlich ist, für einige halt auch vorgeht.
würde ich wahrscheinlich genauso sehen, wenn wir nicht den Fehler am 25.12.2013 gemacht hätten. Dazu muss man auch sagen, unsere Planung ist halt immer, wir sind halt immer kurz vor der Angst, ne? Und vielleicht haben wir auch bei dem einen oder anderen einfach zu spät angefragt, ne? Dann wurde halt schon anderes geplant. Ist halt auch so, ne? Ja, also es sind auf jeden Fall eine Handvoll Special Guests, das kann ich sagen. Hanni Hilbrich fragt, wann kommt mal wieder neuer Merch? Kann ich direkt beantworten, am 25.12. mal was ansehen. Das erste Mal seit langem. Seit 2 Jahren jetzt. Seit 2 Jahren, genau. Dass mal wieder was Fixes, Neues kommt. Und das ist, da haben wir uns gedacht, natürlich, wenn wir sowas wie ein Konzert machen, dann muss natürlich auch Merch da sein. Das wird auf jeden Fall der Fall sein. Und danach, ab neuem Jahr, sind wir auf jeden Fall fleißig in Planung. Genau. Wie wird der 25.12. ablaufen? Müssen wir natürlich jetzt mal in Richtung denken. Genau, wir müssen noch einiges aufklären, weil halt immer wieder die Frage gekommen ist, Line-Up, dies, das. Also Line-Up wird es jetzt, also es gibt sozusagen kein Line-Up, weil das halt ein Konzert ist. Also das ist, wir machen uns quasi. Genau, das ist quasi unser Konzert, wir probieren uns da, es ist jetzt nicht wie die Rotabak-Sachen-Geschichten, wo wir quasi ein Video gefeiert haben mit unseren Freunden da zusammen. Was sicherlich cool wäre, aber das sind 10 Jahre und das sollte was Spezielles sein und da wollen wir... Dann sind wir nur für euch da, nur wir für euch. Quasi, sozusagen. Genau. Das Ding, das komplette Konzert wird dann quasi 4 Stunden ist geplant, also von 20 bis 24 Uhr. Genau. Und der Voreck wird sein, werden die... Born Global, die genau. Jungs von Born Global, genau. Die machen die 90 Minuten im Vorfeld voll. Genau. Dann hast du da Changeover und dann geht's von 22 bis 0 Uhr haben wir dann quasi unsere... Show. Vollgas. Und jetzt kommt noch was. Für die VIP-Leute, für die Family-Ticket-Besitzer geht es schon 18:30 los. Early Access, genau. Genau. Und wir schauen mit denen zusammen, das waren, können wir auch sagen, 150 Tickets. Ja. Mit den 150 Leuten schauen wir zusammen, quatschen wir, machen Fotos, essen was, trinken was und schauen einen Jahresrückblick über die Zeit an, ein Festivaljahresrückblick an, ja, also quasi das Special-Video. Das wird. Da wird es noch eine Fragerunde geben, also die Leute können da Fragen an uns stellen. Genau, da haben wir 1 Stunde quasi geplant. Genau, da gibt es Fotosessions, gibt es noch. Wer wir, wie Bock ist, genau, das ist relativ zeitig. Aber die 150 VIP-Ticketbesitzer können quasi schon. Ihr seid nah. Wir können uns alle anfassen. Mit anfassen. Und ihr könnt fast 2 Stunden eher rein. Genau, und seid dann quasi. Könnt dann, also, ja. Streitet ihr euch oft? Ich würde es nicht streiten. Ich würde es einfach, das sind dann einfach 2 Wege, 2 Typen. Dann müssen wir einfach liebkosen. Und der eine will den Weg und der andere will den Weg. Wir müssen aber hier hin und dann gibt es dann immer... Genau. Das ist auch völlig legitim, finde ich. Das gehört einfach dazu. Genau. Und aber streiten würde ich jetzt nicht. Haben wir uns schon mal richtig drüber. Einmal ja, haben wir uns relativ in der Anfangszeit, da hatten wir mal eine kurze Meinungsverschiedenheit. Das war auch aber sehr gut. An sich haben wir einfach nur, sind es unterschiedliche Ansichten, die dann immer zusammengebracht werden. Und ja. Ist richtig. Man muss einfach nur drüber reden und dann geht das schon sehr gern. Kai Schareika, übrigens erstmal Grüße. Kennen wir ja privat. Hat gefragt, Ziele 2024. Bier! Oh, ne, ich muss echt mal ein bisschen. Ich habe ganz schön eine Wanne dran gekriegt. Ich muss erstmal aufhören mit Bier trinken. Muss ich da aufhören mit Bier trinken oder was? Ja, Ziel 24: erstmal release. Und ja, die Festival-Shows ein bisschen mehr ausbauen. Auf jeden Fall. Also. Ja. Bisschen einfach nur mal ein bisschen professioneller endlich werden. Ich glaube, ja, genau, da müssen wir uns aber selber ausbauen. Also wir selber müssen uns ausbauen, um den Rest halt dahin zu kriegen, wo wir es haben wollen. Genau. Das ist manchmal nicht so einfach, da kommt wieder der Punkt ins Spiel, wie wir es gerade hatten. Einer will dahin. Das spielt einfach eine große Rolle, weil da halt doch schon unterschiedliche Vorstellungen teilweise da sind. Aber sonst Ziele, wie gesagt, wie du schon gesagt hast, neue Songs. Da stehen wir auf jeden Fall gut in den Startlöchern, ja, für nächstes Jahr. Das ist, also ich glaube, wir sind noch in keinem Jahr so krass reingerutscht. Genau. Für mich in meinem Fall vielleicht mehr körperliche Gesundheit würde ich mir wünschen. Nicht, dass du dann einen gelben Schein absetzt, Schnauze. Abgibst. Schnauze. Sag mal, Spring Back.
Danke nochmal, Federico. Alter, wenn du jetzt mit der Springbike-Keule kommst, erinnerst du dich gerne an, ich weiß nicht mehr, wann das war, 2017, Nature One, da bin ich allein hingefahren, das erste Mal Nature One, und der hat mich so im Stich gelassen. 16. Ich muss arbeiten! 16. Ich muss arbeiten! Was bist du hier, Alter? Ich hab, Arbeit oder Arbeit? Ich habe einen Tag später einen neuen Job angefangen, das war halt schwierig. Und an einem Tag habe ich mir so die Seele aus dem Leib geheult, weil einfach alles schief gelaufen ist. Der Rechner ist abgestürzt, ich konnte nicht spielen, ich habe mal gefühlt 5 Minuten auf der Bühne, bin wieder gegangen. Danke. War aber nicht schlimm, weil das Jahr drauf, 17, 18, 19, haben wir die BBM. Das war schlimm. Wir sind quitt. Nie wieder diese Springbank-Coine. Ich sag's dir, Alter. Nee, dreh, weil du hier einen Schein mitgibst. Das hier ein bisschen in Zukunft. Ich gebe keine hier einen Schein mehr. So, ja, Ziele, wie gesagt, ansonsten. Einfach jetzt. Doch, ein besonderes Ziel habe ich auf jeden Fall noch, was uns beide betrifft, dass ihr uns weiter so tatkräftig unterstützt, dass ihr immer noch da bleibt, weil das soll das größte Ziel für uns sein, denke ich. Und da werden wir auch einiges für tun, weil ohne euch wäre das halt alles gar nicht so möglich. Ja, ihr müsst einfach, wie das die letzten Jahre schon, es kann sein, dass nächstes Jahr, also wir probieren wieder neue Sachen aus. Seid nicht so engstirnig, lasst uns einfach probieren, genau. Entweder ihr mögt oder mögt nicht, dann kommen auch wieder andere Sachen, die ihr mehr mögt. Natürlich fahrt die Techno-Schiene, also es wird auf die Fresse gehen. Am besten wäre es, wenn ihr wirklich alles mögt von uns. Ja, genau. Wenn ihr wirklich alles mögt von uns, habe ich gesagt. Wir probieren echt nächstes Jahr in 1-2 Songs was aus, auch vielleicht in 3 Songs. Aktuell sind es 3 Songs, die etwas aus der Bahn werfen, schieben, die trotzdem vorangehen, aber halt vielleicht ein anderes Musikgenre bespielen. Ja, aber wird halt nicht zur Regel. Das haben wir ja auch schon bewiesen, dass wir das können mit Ticket. Mit Ticket. Ticket war das erste Ding, war unser erstes Video. Genau. Und da war es, die Leute, entweder fandest du es cool oder fandest du es halt nicht cool. Ja. Aber viele sagen, Ticket ist einfach ein cooler Song, den wir noch nie live performt haben. Aber vielleicht gibt es ja dieses Jahr noch ein Datum, wo dieser Song live performt werden muss. Vielleicht. Kauft euch einfach Tickets. Kauft euch das Ticket für den 25.12. Werbung rein. Beide rein. Auf jeden Fall viel Spaß am 25.12. Und oh, und ja, danke für das Jahr. Jetzt reicht's. Also, das ist wahrscheinlich das letzte so sein wie jetzt. Ich weiß nicht, wir werden dann wird alles anders. Wir werden am 25.12. irgendwas drehen, aber ob das dann noch dieses Jahr kommt, das sehen wir dann. Ja. Das müssen die Jungs von High of Life dann. Ab dem 11. Jahr soll es endlich mal etwas professioneller werden bei uns. Und nicht immer so. Da bin ich auch riesig. Wir sind doch schon professioneller geworden. Ja. Das muss halt einfach nur weiter. Wir müssen uns weiterentwickeln. Es muss jetzt. Gut, reicht jetzt auch. Wir haben jetzt keine Fragen mehr. Und ich muss das nicht jetzt machen. Ich. Achtung. So. Und probiert mal.